Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich begrüße Sie zum 17. politischen Aschermittwoch der CDU Nordrhein-Westfalen in Kirchveischede. Mein erster Gruß und gleichzeitig Dank gilt einerseits dem Schützenverein St. Hubertus, namentlich dem Vorsitzenden Maximilian Völkel, der uns abermals die Halle mit allem, was dazugehört, zur Verfügung steht, und andererseits dem Musikverein Bildstein unter der Leitung von Erwin Völkel. Wir hören nach Preußens Gloria ja gleich noch mehr von euch. Ja, apropos Musik und Bildstein, der Jahresrückblick eines im Sauerland weit verbreiteten Blattes war auf der Titelseite illustriert mit dem Foto eines Mannes, der an einem schönen Sommertag auf der Burg Bildstein einen Musikzug dirigiert. Das ist ja im Prinzip nichts Ungewöhnliches. Das machen hierzulande, wie eben gesehen, viele Männer und auch Frauen. Was die Angelegenheit so besonders macht, ist, dass der Mann in Bild den Taktstock seither sozusagen nicht mehr aus der Hand gelegt hat, weil er ihn landesweit hauptamtlich führt. Als er die Burg Bildstein an diesem Tag verließ, sagte er in Anspielung auf die heutige Veranstaltung sinngemäß: Ich kenne meine Termine in den kommenden Jahren bei weitem noch nicht, aber eines ist gewiss, einmal im Jahr bin ich im Kreis Olpe. Und wie angekündigt ist er da. Begrüßen Sie mit mir den CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Aus dem Europaparlament ist heute jemand zu Gast, der dem Hohen Haus so lange angehört wie kein anderer, nämlich ununterbrochen seit 1980. Es ist mir eine Ehre, Elmar Brok begrüßen zu dürfen. Ja, im Übrigen nimmt sich jemand für uns Zeit, der ansonsten mit ihr hadert, insbesondere mit der Sommerzeit, denn er will nicht, dass an der Uhr gedreht wird. Ich begrüße unseren Abgeordneten Dr. Peter Liese. Aus dem Deutschen Bundestag begrüße ich zunächst eine Dame, nämlich Lisa Winkelmeier-Becker, die aus dem Rheinisch-Bergischen kommt, aber, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest verwandtschaftliche oder gar familiäre Beziehungen in den östlichen Teil unseres Kreises Olpe hat, wo auch meine Sippschaft ihre Wurzeln hat. Des Weiteren in alphabetischer Reihenfolge Dr. Ralf Brauksiepe, selbstverständlich Dr. Matthias Haider, Professor Dr. Patrick Sensburg und Paul Ziemiak. Ja, letzterer fordert als JU-Vorsitzender aktuell ebenso vehement mehr Verantwortung für junge Leute in der sich anbahnenden GroKo, wie sein Pendant von den Jusos sie von sich weist, indem er dagegen mobil macht. Dann lieber die konstruktive Kritik, auch wenn du, lieber Paul, mich älteren Herren medial gerade ein wenig überforderst. Nach einem harten Karnevalswochenende bin ich Sonntagabend, während du in einem blütenweißen Hemd dich im ZDF geäußert hast, weggedämmert. Nur kurz, dachte ich, als ich wieder wach wurde, sprachest du immer noch, auch vor derselben Kulisse. Düsseldorf trug es allerdings dann ein kariertes Hemd. Ich glaube, es ist das, was du heute Abend anhast. Naja, aus Klaus Kleber wurde dann Dunja Hayali. Und ja, übrigens Hayali, nicht Halali, wie heute Malu Dreyer heute Morgen im Interview sagte. Das waren wahrscheinlich sprachliche Reste aus den Jagdszenen innerhalb der SPD. Jedenfalls war mir klar, Paul, du warst auf jeden Fall schon mal wieder weiter aus dem Heute-Journal raus und im Morgenmagazin drin, wo du deinen nächsten Auftritt hattest. Strammes Pensum, nicht einfach, aber auch nicht uninteressant zu verfolgen, auch und gerade für die Älteren unter uns. Ja, ich hoffe, du fühlst dich nicht allzu sehr kasteit, wenn die Fastenzeit dich hier und heute mit einem Verzicht auf Reden erwartet. Trotzdem dir zusammen mit den
Kollegen aus der JU. Ich glaube, der stellvertretende Landesvorsitzende Florian Braun ist da, Dr. Bernd Schneider ist da und auch unser neuer Kreisvorsitzender Max Beckmann ist da. Schöne Grüße an die JU. So, wir kommen zum Landtag. Ich begrüße zunächst meine engeren Kolleginnen und Kollegen aus Südwestfalen, mit denen ich auf einem Flur hause sozusagen. Ich beginne mit einer Dame, mit Anke Fuchs-Dreisbach. Ich weiß nicht genau, wo sie sitzt. Da hinten. Anke, hallo. Und wie vorhin komme ich auch dann zu den Herren in alphabetischer Reihenfolge. Heinrich Frieling, Klaus Kaiser, der als Bezirksvorsitzender gleich das Schlusswort spricht. Jens Kamit ist da, Matthias Kerkhoff und Thorsten Schick steht immer noch hinten einsam am Eingang oder in Begleitung. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, im Übrigen begrüße ich auch etwas merkwürdig den Veranstalter. Das ist ja nicht der Kreisverband, sondern das ist der Landesverband in Gestalt unseres neuen Generalsekretärs Josef Hovenjürgen, MDL aus Haltern am See, der, wie er mir neulich bei einem Pilz verraten hat, mit seiner Familie auch ab und zu bei uns hier in der Region unterwegs ist. Er gibt gleich sein Debüt in diesem Format. Namens Josef, schön, dass du da bist. Ja, und ein neuer Generalsekretär hat immer auch einen Vorgänger. Der stand vor einem Jahr eben an dieser Stelle in ernster, aber jedenfalls aus seiner Sicht nicht hoffnungsloser Lage und sagte in einer Mischung aus Zuversicht, Selbstbewusstsein, vielleicht sogar Trotz voraus, Sätze wie: Wir werden diese Wahl gewinnen, weil wir sie gewinnen wollen. Und es kam dann auch so, nicht wie es kommen musste, sondern wie er es wollte. Wenn wir mit unserem schulpolitischen Sprecher nicht schon einen Rocky in der Fraktion hätten, nämlich Frank Rock, dann wäre dieser Name in Anlehnung an die Figur des unbeugsamen Boxers Balboa für ihn auch keine schlechte Wahl. Ich versuche mich mal als Ringsprecher und begrüße den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen, Bodo Löttgen. So, nicht mehr im Landtag, dafür neuer Ehrenvorsitzender des CDU-Kreisverbands Olpe ist Theo Kruse. Schön, dich hier in den hochpolitischen Zeitabläufen begrüßen zu dürfen. Ja, dessen Wahl kommentierte unser bisher einziger Ehrenvorsitzender lakonisch mit den Worten: Dann bin ich nicht mehr so alleine. Schön, Hartmut Schauerte, dass du uns auch heute Abend nicht alleine lässt. Ich begrüße den ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär im Bund, Hartmut Schauerte. Und ein dritter Ehrenvorsitzender ist unter uns, nämlich der unseres Bezirksverbands und dessen Konterfei mittlerweile auch die heiligen Hallen im Landtag ziert, Eckhard Uhlenberg. Guten Abend. Ja, der eingangs geschilderte schöne Sommertag war einer von mehreren Festtagen, mit denen der Kreis Olpe sein immerhin 200-jähriges Bestehen feierte. Ich begrüße den Landrat des, wie er im Laufe des Jahres des Öfteren mitgeteilt hat, kleinen, aber feinen Landkreises Olpe, Frank Beckerhoff. An einem dieser Tage wurde der Landrat von dem Sprecher der hiesigen Bürgermeister in Anspielung auf die 7 kreisangehörigen Städte und Gemeinden scherzhaft als alleinerziehender Vater der kommunalen Familie mit 7 selbstbewussten Kindern bezeichnet. Stellvertretend für diese Familie begrüße ich eines dieser Kinder, nämlich den Bürgermeister der Stadt Lennestadt, wozu Kirchveischede gehört, Stefan Hund. Ja, apropos Kreis, hier schließt sich derselbe. Ich begrüße die Vertreter der Medien. Schön wäre, wenn die heutige Veranstaltung in ihren abendlichen oder morgigen Ausgaben ähnlich freundliche Berücksichtigung finden würde, wie seinerzeit auf der Burg Bildstein. Zum guten Schluss sind Sie alle wie immer herzlich eingeladen, noch ein wenig zu verweilen. Es gibt Fisch aus dem Hause
Schnüttgen und auf dem Weg nach draußen können sich die Damen noch etwas Süßes mitnehmen. Ein freundlicher Bäcker aus unseren Reihen möchte die holde Weiblichkeit heute am Valentinstag allen Schwüren, allen Fastengelübden zum Trotz in Versuchung führen. Ja. Und vielleicht nimmt jemand davon auch noch eine Kostprobe nicht noch mit nach Berlin, damit sich in der GroKo traute Zweisamkeit einstellt. Ich wünsche einen schönen Abend.